Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Polizeipräsidium Hagen anlässlich der gemeinsamen Pressekonferenz, die die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei in Hagen heute anlässlich eines schweren Verkehrsunfalls, den wir gestern Abend hier ganz in der Nähe in der Veitstraße zu verzeichnen hatten, wo sich 5 Personen schwer verletzt haben, darunter ein 6-jähriger Junge mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert wurde. Ich darf Ihnen ganz kurz die an der Pressekonferenz beteiligten Personen vorstellen, als Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Oberstaatsanwalt Dr. Pauli, und als Leiter der Verkehrspolizei, der Herr Polizeioberrat Michael Hofmann. Mein Name ist Ralf Bode, ich bin Leiter der Pressestelle in Hagen und würde jetzt durchs Programm führen. Die Herren werden zunächst ein Statement abgeben. Danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und im Anschluss daran eben entsprechend noch O-Töne einzuholen. Und ich würde Herrn Dr. Pauli bitten, dann gleich zu beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Bode. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse, das aus der Sicht der Staatsanwaltschaft auch wirklich begründet ist. Denn wir haben es nicht nur mit einem schweren Verkehrsunfall zu tun, sondern auch die Umstände dieses Verkehrsunfalls sind besondere. Ich möchte aber Herrn Hoffmann bitten, das Ihnen zu erläutern. Er ist der Verkehrsexperte hier beim Polizeipräsidium Hagen und Leiter der Direktion Verkehr. Herr Hoffmann, bitte. Ja, vielleicht vorab eins. Verkehrsunfälle passieren nicht einfach, sondern sie werden verursacht. Und ich möchte Ihnen jetzt schildern, wie aus möglicherweise einfachen Ursachen plötzlich 5 schwer verletzte Personen in Krankenhäusern sind. Das 6-jährige Kind ringt mit dem Tode. Es ist lebensbedrohlich verletzt. Im Moment zwar stabil, aber wir können noch nicht prognostizieren, wie die Entwicklung ausgeht. Wir wünschen uns sehr, dass das gut ausgeht und dass auch die anderen schwer verletzten Personen irgendwann aus der Klinik ohne bleibende Schäden entlassen werden können. Aber sicher ist das noch nicht. Gestern Abend, so gegen 21.05 Uhr, haben 2 Fahrzeuge auf 2 verschiedenen Fahrspuren nebeneinander vor einer roten Ampel gestanden, hier vorne an der Kreuzung Veitstraße. Bei Grün haben beide stark beschleunigt, sind parallel auf ihren Fahrspuren unter deutlicher überhöhter Geschwindigkeit die lange Gerade runtergefahren, um dort in einer Rechtskurve die Geschwindigkeit beizubehalten. Als dann ein drittes Fahrzeug von der rechten Seitenfahrbahn aus anfahren wollte, gab es eine beinahe Kollision. Der rechte fahrende Audi wich aus. Der linke fahrende Skoda-Fahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, geriet in den Gegenverkehr und er prallte frontal auf den Ford einer 37-jährigen Mutter, die mit ihrer 11-jährigen Tochter und ihrem 6-jährigen Sohn unterwegs war. Bei diesem Frontalzusammenstoß wurden die Insassen des Ford, also die Mutter mit ihren Kindern, schwer verletzt. Davon, wie gesagt, der 6-jährige Sohn schwerst verletzt, musste mit dem Hubschrauber nach Bochum geflogen werden. Der Skoda-Fahrer hat sich dabei ein Bein gebrochen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer weiteren Kollision noch desselben Fahrzeugs mit einem Renault. Der überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 30-jährige Fahrer dieses Renault musste ebenfalls stationär im Krankenhaus verbleiben. Soweit die Situation. Wir können aufgrund von vorhandenen Zeugenaussagen sicher davon ausgehen, dass sich hier im Vorfeld die beiden Fahrzeugführer, die sich dieses Beschleunigungsrennen geliefert haben, deutlich verkehrswidrig, grob verkehrswidrig unterwegs waren. Ich werde nicht endgültig sagen können, was genau, wer mit welchem Schuldanteil da an dem Unfall beteiligt war. Das werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Um dieses Trümmerfeld, vor dem Sie dann als Polizei stehen, an einem solchen Ort, voller Verletzter und auch voller Fahrzeugtrümmer zu entwirren. Da brauchen Sie einen gewissen Zeitansatz. Wir haben alles getan, was zur Aufklärung führen wird. Wir haben alle Fahrzeuge sichergestellt, die beteiligt waren. Wir haben alle Personen namhaft gemacht, was nicht ganz einfach war, denn der Fahrer des Audi hat sich zunächst vom Unfallort entfernt. Er ist geflüchtet. Es gelang aber, ihn zu ermitteln und
Wir haben auch bereits Kontakt entsprechend mit Anwälten dazu und auch mit den Betroffenen selber. Wir haben eine Ermittlungskommission eingerichtet. Das ist eigentlich auf dem Verkehrsunfallsektor ungewöhnlich, weil wir das rückhaltlos aufklären wollen, wie es dazu gekommen ist und wie es zu diesen Folgen kommen konnte. Das wäre, glaube ich, soweit von mir die Schilderung.